Jo Leute, was geht ab? Wir sind in Minecraft. Diesmal keine PvP-Games, obwohl ich gerne Mazza zerhauen würde. Nee, ihr seht, unser Equip ist leer. Wir spielen einfach 1.8, so aus Spaß, mit dem Kevin und dem Matze-Hatze. Und ja, wir laufen Hallo. einfach mal. Wir werden einfach ein bisschen bauen. Wir haben kein großartiges Ziel. Wir werden einfach mal das erzählen, worauf wir gerade so Bock haben. Paar neue Sachen über YouTube, vielleicht ein paar neue Sachen über die Mucke, einfach so random Sachen. Und wir werden einfach eine Stadt bauen. Vielleicht laden wir mal einen oder anderen Zuschauer, der bei uns auf dem Teamspeak rumgammelt, ein mit uns zu spielen. Wir haben da hinten einen Spawn. Ihr sammelt schon mal ein paar Schäfchen, weil wir haben gesagt, Pet ist das erste oder das einzige Wichtige am Anfang, damit wir einen Spawnpunkt haben. Ich gucke mich mal eben in der Zeit hier um und suche nach einem coolen, ja, Platz für eine Base, für ein kleines Städtchen. Okay. Ich hab mir einfach überlegt, lass uns einfach so spielen, wie wir normal auch spielen würden, und lass uns einfach ein Dorf bauen. Ob Ein der Dorf. jetzt, das ist ein bisschen so, muss nicht unbedingt stylisch sein, sondern muss so einfach unsere Art vertreten. Okay. Hier haben wir ziemlich viele Häuser. Häuser wollte ich schon sagen. Ziemlich viele Bäume. Da mal Schweinchen. Ich würde sagen, das hier sieht das doch super aus. Könnt ihr nachgucken, wo ihr seid oder wo ich bin? Oder seht ihr zufällig meinen Namen? Nee, aber ich vermute, du bist an dem Berg doch Genau. vorbeigelaufen. Ich bin da oben auf dem Berg, wahrscheinlich sogar. Okay. Und von der anderen Seite ist das so eine kleine Eingrabung. Was heißt Eingrabung? Ist es, ja. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus mit so einem Wasserfall und so. Da würde ich auch gerne bauen. So, wir machen einmal hier zack. Ne, so machen wir das. Ihr seht schon, ich bin in Minecraft absolut nicht der Beste. Und mit absolut meine ich, ich bin der Schlechteste, den es gibt. Ich kann ein bisschen PvP-Games, aber auch nur minimal. So, das machen wir. Dann nochmal das hier noch. Das reicht aus. Und vielleicht noch, um Matze zu töten, ein kleines Schwert. Falls der Matze uns blöd kommt. Man kennt ja Matze, der ist gerne frisch. Da muss man den mal Ach, erziehen. ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ihr seid. Ich Ich kann dir bin eigentlich die Koordinaten geben, oder? ja F3 F3. Wo sehe ich die Koordinaten? X, Y und X Z? bis man Z, ja, Minus X. 138, 79, 485. Okay. Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich kenne die ganze Ja. Steuerung noch nicht, aber naja. Für PvP-Games musste man ja nicht viel können. Muss man einfach nur wissen. Sagen wir, ein bisschen Glück haben und ein bisschen auch den Gegner lesen können, was er macht. Und sehr viel Glück haben. Sehr viel Glück haben mit den Items, dass man bessere Items bekommt. Obwohl, wir haben auch schon mit Holzschwertern gewonnen, ne, Matze? Stimmt wohl, ja. Haben wir auch schon hingekriegt. Ich denke, die Minecraft-Folgen werden. Also, die werden. Ich werde nicht sagen, dass sie regelmäßig kommen werden. Wir werden Hallo. einfach machen, wenn wir Lust haben. Habt Also, ihr euch Matze hat beide schon mal zusammengefunden? gefunden. Ja. Okay, dann müssen wir noch mich finden. Ich sehe Ich leider keinen überlege. von euren Namen. Ich werde hier ein paar Schweinchen töten. Alle darf ich ja nicht töten, ne? Weil sonst Zwei vermehren die Stück sich nicht. solltest du vielleicht am Leben lassen, das wäre ganz praktisch. Ah, ich sehe deinen Namen. Eins, zwei. Okay, zwei Stück kann man noch. Hallo, hier Hallo. oben. Oh. Hallo. So, da musst du Matze. Dann lass uns hier ganz schnell mal eben ein Bettchen bauen. Ich werde hier noch ein bisschen schmücken. Ja. Aber das sieht doch cool aus. So, der Baum, der muss weg, der stirbt. Weg mit dir, Baum. Geh weg. Lord Evil has just earned the achievement Benchmarking. Ich habe auch noch einen hier. Und dann kann man hier sozusagen gleich so eine Höhle machen. Ja, genau. Draußen die Betten hinstellen ist ein bisschen witzlos. Genau. Dann würde ich sagen, also, Moment. Wie mache ich noch meine Kiste einfach?
Ich glaube, ich weiß es. Moment, bevor ihr mir hilft. Ich glaube, ich weiß es. Wann habe ich das letzte Mal das gespielt? Vor Jahren. Da war ich noch jung. Ich habe es sogar geschafft, eine Kiste zu machen. Dann machen wir provisorisch erstmal zwei Kisten hin. Zack. Und zack. Da packe ich einen Spitzhacke rein. Eine Axt. Nice. Ja. Wie viel Wolle hast du gesammelt? Ich habe zwei Betten gemacht. Ich habe Betten gemacht. Okay. Ich habe ihm schon ein Bett hingeworfen. Vielleicht schon mal Ersatzbetten für andere Leute, die hier mit uns spielen möchten. Ja, ist gut, wenn wir drei Betten haben, weil dann können wir die Nacht einfach durchschlafen. Dann ja. Muss ich das gleich noch einmal anklicken? Ich sammle eben ein bisschen Stein hier. Für den Ofen. Genau. Was ich mir auch gedacht habe, so zack, zack. Das Bettchen hier ist ein neuer Block, den ich noch nicht kenne. Ja, es wurden neue Gesteinsblöcke rein hinzugefügt. Die sollen so ein bisschen Granit und andere Gesteinsarten simulieren. Also auch halt dekorative Zwecke. Okay. Du kannst jetzt ja mittlerweile auch die Sticks in den jeweiligen Holzfarben machen und die Zäune auch dann in den jeweiligen Farben. Also da haben sie ein bisschen nachgearbeitet. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr in 1.8 dekorative Möglichkeiten. Für die Leute, die sich fragen, ich benutze das Fax Texture Pack, das habt ihr unten. Das habt ihr unten unter dem Video. Könnt ihr das nochmal sehen, wie das genau heißt. Jetzt mache ich mir eine Schaufel, wollte ich mir machen. Erst mache ich mir noch das hier als Ersatz. Ein paar Spitzhacken. 1 und 2. Mit den Schaufeln kann ich jetzt hier die Erde abtragen. Wir sollten auch gleich schlafen gehen, Mucke. Jo. Ja, ich habe mein Bettchen schon da aufgestellt. Draußen solltest du dein Bettchen nicht aufstellen. Aber wir haben hier drin ein Bettchen für dich. Oh, das ist ja süß. Ich werde hier ein bisschen den Berg abtragen, damit wir so einen kleinen Eingang haben. Damit wir mal gucken. Oh, da sind schon die ersten Zombies. Weil der sieht noch ziemlich friendly aus. Ich möchte hier so einen kleinen Eingang basteln, damit das ein bisschen schöner alles aussieht. Oh, da haben wir schon einen Zombie, der sieht nicht mehr so friendly aus. Nicht, dass sie unsere Schweine umbringen. Nee, die bringen ja dich. Ich habe hier was. Oh Gott, ich habe hier was ziemlich Cooles gefunden. Moment, dann nochmal. So. Zack, 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 zack. 1 und 2. Das bauen wir hier zu. Haben wir dann für schlechte Zeiten? Genau, das ist dieses ganze Level-System, das kenne ich noch, in dem Sinn noch gar nicht. Okay. Ich kenne das schon, dass man EPs bekommt und alles, aber ich weiß jetzt nicht, oder ich wüsste jetzt nicht, was man sich alles verzaubern könnte dadurch. Ja, gibt es halt schon viele Möglichkeiten, die man da verzaubern kann, viele Dinge. Okay. Ich nehme jetzt noch diese Kohleablagerung hier mit und dann komme ich zu euch. Sollte man ja immer mitnehmen. Auf jeden Fall. Und Sapling, also Bäume, die du abgeholzt hast, auch wieder hinstellen. Das ist eigentlich auch ganz nützlich. Ja. Das ist ja selbstverständlich. Obwohl, die würde ich lieber außerhalb platzieren als hier. Doch, was ich weiß, ich habe irgendwann mal zwischendurch wieder so aus Spaß kurz gespielt gehabt. Ach, das sollen Steine sein, okay. Dann bauen wir das hier einfach wieder zu. Soll ja alles hier, ne? Wo ist man der Natur klaut? Soll wieder da bleiben. Dann lass uns schnell schlafen gehen. Oder sind die Zombies. Na, die Zombies sind freundlich, die machen uns hier nicht. Wir brauchen nicht schlafen zu gehen. So, das machen wir so zack, zack. Das machen wir zack, zack. Und hier werden wir das Ganze einmal abschütteln. Einmal so einen kleinen Eingang, dass die Gäste es ein bisschen bequemer haben.
Wenn wir noch hier ein bisschen äußerlich verändern. Machen wir das so, machen wir so. Jetzt fragen sich die Leute bestimmt, hey, was machst du da? Aber das zeige ich euch gleich. Das zeige ich euch gleich. Wir wollen das nämlich einheitlich hier mit Erde. Da ist auch die Spitzhacke kaputt, das heißt, wir können die Steinspitzhacke benutzen, geht natürlich deutlich schneller. Und jetzt machen wir so zack, 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 zack. Na komm. So sieht das doch ganz okay aus. Hm. So, wenn der Glas drüber wächst, dann sieht das schon ganz okay aus. Wenn man hier so einen kleinen, das ist unsere kleine Sauna, da wird nachher... Sauna? Ja klar. Unser Badeparadies. Oh. So, wenn wir das nochmal ausleuchten. Wir haben sogar dann zwei Stück. Mal hier sozusagen, mal hier machen wir eine Fackel hin und hier machen wir eine Fackel hin. Dann schließt man auch hier die Tür. Also was heißt die Tür? Dann schließt man das hier noch. Soll ja keiner spannen, ne? Badespaß mit Mucka. Yay. Yay. Das sind echt jetzt verschiedene Steinblöcke, ne? Der sieht mega komisch aus. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was man damit anstellen soll. Wie gesagt, also du kannst die halt verarbeiten wie Sandsteine. Also wenn du die halt nochmal zu Vierern zusammenpackst, hast du halt sozusagen den Stein in glatter Form. Er sieht da ein bisschen weniger, also die, das Muster ist halt ein bisschen glatter, ähnlich wie bei dem Clean Stone sozusagen, also bei dem normalen Stone. Mhm. Und ansonsten hat es halt eigentlich nur diesen dekorativen Zweck, also hat keinen funktionalen Zweck, die neuen Steine. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich habe das jetzt ja schon eine Zeit lang auf 1.8 gespielt. Hat eigentlich nur optische Gründe. Ich würde mal hier ein bisschen unser Wasser aussehen. Dass wir hier eine etwas größere Wasserfläche haben. Hier, soll ich mal umsetzen? Das ist einfach nur der Unterschied. Okay. Normal und zu dem glatten, wie bei dem Sandstein, wenn man den verarbeitet. Ja, aber zum Beispiel jetzt Werkzeuge oder so kann ich mir aus dem nicht machen. Nee, ist ja wie Sandstein, habe ich ja gesagt. Oh. Also es hat halt wirklich nur dekorativen Mehrwert. Also halt damit schöner bauen oder mehr. Oh. Mehr bauen, ich will nicht aus der Höhle raus, da vorne sind Creeper. Okay, schaut mal, ich habe mir das so vorgestellt, wir haben hier so einen kleinen See. Okay. Hier können wir... Also ich würde mir gerne später so ein Apartment oben im Stein machen. Und ich weiß nicht, ihr habt da ja zurzeit so eine kleine Bruchbude gebaut, ne? Ja gut, das ist genau. Damit wir nachts schlafen gehen können. Okay. Ja, ich würde sagen, die Nacht denke ich dann immer sogar mit, sonst wäre es jetzt zu einfach. Aber dann schaut mal hier, das war sozusagen hier hinten irgendwie so eine Höhle dann machen, wo wir ja später farmen können. Okay. Und die Stadt selber werden wir, was heißt die Stadt, hier, guck mal hier Hütten. Hoch. Moment, ich hatte doch eben noch irgendwo Fackeln, die werde ich hier hin tun. Das war sozusagen hier, wo jetzt das Schwein ist. Und unter diesem Berg, wo wir gerade sind, sozusagen so eine kleine Stadt aufbauen. Also das, quasi den Berg hier abtragen und dann hier eine Stadt hinbauen. Genau. Sozusagen, sagen wir, bis hierhin ungefähr so. Von hier aus bis da, wo das Schwein ist. Dass wir da so die Häuser bauen. Mhm. Und das hier erstmal so als kleinen Unterschlupf benutzen, solange die Creeper uns hier nicht finden. So, gut. Hier kann ich eben noch mir ein Schwert machen. Ich habe gesehen, nämlich ihr habt Steinschwerter. Ja, ich hätte auch noch eins für dich. Ich habe meine Steine weggetan. Den Texturepack sieht... Ah, danke schön. Tschüss. Vier. Ich hab dir natürlich das Angeranzte gegeben. Das ist nicht schlimm, solange ich damit vernichten kann.